Meine Apple Watch hat einfach keinen Akku, weil ich sie über Nacht irgendwie nicht angesteckt habe. Deswegen lade ich sie jetzt einfach auf und benutze sie dann erst nach dem Frühstück. Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem Morgen in meinem Leben. Ich nenne das Video jetzt nicht ganz Morgenroutine. Ich habe nicht so eine richtige Morgenroutine. Wie ihr gesehen habt, heute bin ich so um 8 Uhr aufgewacht. Aber oft wache ich auch viel, viel später auf und mache viel, viel weniger. Normalerweise spielt sich mein Tag eher abends, weil ich voll der Abendmensch bin. Aber heute Abend muss ich arbeiten, deswegen spielt sich heute mein Tag eher ein bisschen morgens und vormittags ab. Gestern hatte ich super duper schlechte Laune. Aber heute ist schon viel besser. Ich fühle mich motiviert und deswegen starte ich gleich mal mit meiner Skincare. Meine Stimme ist morgens immer noch so ein bisschen cracky. Und zwar benutze ich gerade von Formal Skin den Reinigungsschaum, weil den habe ich noch zu Hause. Mein anderer ist nämlich leer und ich schaue jetzt mal, dass ich alle aufbrauche. Und der nächste Schritt bei mir ist auch gleich Zähne putzen. Ich habe früher immer nach dem Essen Zähne geputzt, aber mittlerweile, ich habe mich so geändert. So das allererste eigentlich, was ich morgens mache, ist Zähne putzen. Ich fühle mich dann einfach frischer und ich brauche das voll. An meine Haare. Ich mache mich jetzt nur ganz bisschen fertig und später mache ich dann meine Skincare und so. Ich habe nämlich Hunger und will erstmal was essen. Ich habe früher auch gar nicht gefrühstückt, aber es war wirklich nicht gut für mich. Ich habe es mir über das letzte Jahr eigentlich schon relativ gut wieder angewohnt und mir geht es einfach morgens gleich viel besser und ich habe viel mehr Energie, um in den Tag zu starten. Ich benutze das Hyaluron-Serum von Salted Girls Gotta Glow. Den Rest mache ich nach dem Essen. Wenn ich mich nicht schminke, dann mache ich meistens immer so einfach nur eine Wimpernzange und meine Augenbrauen ein bisschen nach oben. Sieht gleich viel frischer aus. Tschüss. Jakob muss jetzt in die Schule, der hat heute erst zur dritten Stunde, deswegen sind wir erst so spät aufgestanden. Normalerweise penne ich einfach auch weiter noch, wenn Jakob in die Schule geht. Vor allem, wenn er schon dann irgendwie um 6:30 oder 7 aufsteht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wann ihr aufstehen müsst, wenn ihr in die Schule ganz normal geht. Das erinnert mich dann voll an meine Schulzeit so. Ich habe mir immer einen Wecker auf 6 gestellt, meistens in der Schulzeit. Ich habe dann aber immer noch voll lang gechillt und hatte überhaupt keinen Stress so. Okay, wir gehen jetzt frühstücken. Ich mache mir jetzt noch meinen Vitaminsaft, damit ich auf alle meine Vitamine komme. Die letzten Tage habe ich mir jetzt auch immer zum Trinken ein warmes Wasser gemacht mit Zitrone und Ingwer. Deswegen machen wir das jetzt einmal hier. Und während das ein bisschen abkühlt, machen wir schon mit Frühstück. Ich mache mir mein Müsli jetzt immer selber. Und zwar aus Haferflocken, zuckerfreien Cornflakes und ein paar Chiasamen. Also ich trinke gar keine Kuhmilch mehr, deswegen trinke ich immer hier die vegane von Alpro. Ich habe jetzt hier Sojamilch mit wenig Zucker, aber jetzt habe ich mir neue auch geholt, die Hafermilch ohne Zucker. Und die werde ich heute zu meinem Müsli auch dazu essen. Ich nehme immer die für meine Haferflocken und die für meinen Kaffee. Während ich jetzt mein Frühstück esse und meinen selbstgemachten Tee trinke, plane ich jetzt auch gleich noch mal ein bisschen meinen Tag, beziehungsweise meinen Morgen, schreibe mir auf, was ich machen will. Nächster Step ist mein Make-up. Ich mache jetzt so ein bisschen mein Daily Make-up einfach. Wenn man sich schminkt und was Schönes anzieht, dann legt man sich nicht sofort wieder ins Bett rein. Also ich fühle mich dann immer viel produktiver.
kurze Unterbrechung. Mir ist gerade eingefallen, es ist nämlich noch ein Paket angekommen von L'Oreal. Und das packen wir jetzt schnell aus. Weil ich will die Sachen gleich ausprobieren natürlich. Oh mein Gott, es sieht so schön aus. Ich habe mich so drauf gefreut. Die Sky High Mascara mit Primer. Ich liebe diese Mascara so, so sehr. Mir ist einfach gerade aufgefallen, ich habe meine Skincare vergessen. Egal, aber wie kann man seine Skincare vergessen? Vor allem, weil ich das jeden Tag wirklich konsequent mache. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal einen Blush. Ich mache mir jetzt auch noch schnell ein Wasser mit Zitrone, das ich dann einfach mit hochnehmen kann, damit ich genug trinke über den Tag. Bevor es jetzt ans Lernen geht, räume ich noch schnell den Wäschekorb aus, den ich gerade mit hochgebracht habe. Ich lüfte einmal durch und räume ein bisschen auf, weil dann kann ich mich immer besser konzentrieren. Nächster Step wird jetzt sein, ein Outfit rauszusuchen, weil so fühle ich mich gammelig, als würde ich einfach gleich wieder ins Bett gehen und das wollen wir ja eben heute nicht. Ich suche mal was Bequemes raus, was ich so zu Hause anziehen würde, weil ich würde niemals zu Hause eine Jeans anziehen. Ich will mich trotzdem so ein bisschen aktiv fühlen und das tue ich gerade im Moment mit diesem Outfit nicht. Ich glaube, ich ziehe einmal diese Sportleggings hier an. Die sind nämlich extrem bequem und ich wollte später vielleicht noch ein bisschen Yoga machen. Und ich glaube, dazu ziehe ich einfach diesen Pulli hier an, weil ich finde den total schön und der ist auch sehr bequem. Ich mache jetzt noch schnell die Wäsche und ich habe gerade beschlossen, ich wasche einfach unser Bettzeug, also im Bettbezug so, weil das haben wir, glaube ich, ewig nicht gemacht und man sollte das relativ regelmäßig machen. Ich habe die Wäsche gemacht und ich will dann noch ein bisschen lernen. Und deswegen machen wir jetzt meinen Kaffee. Den mache ich immer so zum Lernen, weil das ist so das Zeichen für mich, irgendwie produktiv zu sein. Und ich zeige euch mal, wie ich den so mache. Ich will heute nicht so einen Specialized Coffee machen oder so, sondern ich mache einfach ganz normal Standard. Also ich weiß nicht, aber in letzter Zeit schmeckt mir der auch am besten. Ich nehme hier immer so ein Glas mit Glasstrohhalm. Und da kommt jetzt einfach so viel Wasser ungefähr rein oder so viel. Und weil ich ja immer noch keinen Koffein trinken darf, habe ich hier einen koffeinfreien Kaffee. Das ist einfach so ein Pulver. Und da kommen so zwei Teelöffel rein und ein bisschen Zimt und wie vorher schon gesagt, nehme ich dann hier meine Sojamilch und es wird jetzt aufgefüllt. Das ist die einfachste Version von meinem Kaffee. Aber so mag ich es zurzeit einfach am liebsten. Mein Iced Coffee ist zwar auch sehr, sehr gut, aber es ohne Karamellsoße fühle ich den nicht ganz so. Ich freue mich wirklich schon wieder so sehr, wenn ich meinen Iced Coffee einfach mit Karamellsoße oder Schokosoße oder Sahne oder so machen kann. Oh mein Gott. Ich habe mir gestern einen Basilikum gekauft. Ich pflanze den nämlich immer selber an und dazu brauche ich halt eine Anfangspflanze. Und wir pflanzen den jetzt in den Topf um, damit der dann richtig schön groß werden kann und dann kann ich wieder mein Pesto draus machen. Und aus diesem einen Basilikum kann ich dann ganz, ganz viele andere Basilikumpflanzen züchten. Ich
setze mich jetzt noch hin und mache ein bisschen was für mein Studium. Ich muss erstmal meine Brille ein bisschen sauber machen. Was ich euch noch zeigen wollte, ich habe übrigens jetzt auch mein Vision Board mal fertig gemacht und auch als Hintergrund genommen. So sieht es aus. Es ist jetzt übrigens auch schon fast um 13 Uhr. Ich bin jetzt erst so mit meinen Morgensachen fertig. Durch das ganze Filmen hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert auch. Ich dachte mir, jetzt nehme ich euch über die nächsten To-Dos auch noch so ein bisschen mit. Jetzt gibt es für mich eine kleine Pause. Ich muss nämlich noch ein bisschen was erledigen. Ich muss noch einen Brief wegschicken für die Krankenkasse. Ich muss noch einkaufen und für meinen Freund einen Kuchen backen, weil er hat heute keine Zeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das. Der braucht den nämlich. Ich muss noch was bei meinem Papa abholen. Zu Hause was abholen. Und das mache ich jetzt alles noch, damit ich einfach so ein bisschen Pause habe zwischen diesen Lerneinheiten. Und heute Nachmittag lerne ich dann wahrscheinlich weiter. Ich fahre jetzt los. Ich treffe mich jetzt doch mit meinem Papa in einem Café und dann trinken wir schnell einen Kaffee zusammen. Ich habe meinen eigenen mitgenommen, weil kein Koffein, kein Kaffee im Café. Vor allem so mit meinen speziellen Sachen. Ich hoffe, mein Auto hält noch lange durch, weil manchmal macht es ein paar Faxen. Ist ja auch schon sehr viele Jahre alt. Aber ich liebe mein Auto. Ich muss jetzt eh bald mal in die Werkstatt. Wir haben jetzt hier einfach durch die ganze Ortschaft eine 30er- bzw. 20er-Zone. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das nervt. Wirklich, ich fühle mich, als würde ich gar nicht fahren, weil es so langsam ist. Wir sind mal wieder in meiner Küche. Also ich habe so lange, glaube ich, nicht mehr zu Hause gevloggt. Ja, meine Mom hat mir ein Päckchen hergerichtet und wir machen jetzt ein kleines Unboxing. Meine Mom bekommt diese Sachen immer geschenkt. Frag mich nicht, wo sie das immer herbekommt. Wir haben hier einmal Apfelessig. Ich weiß noch nicht, wozu ich das brauche, aber ich hab's. Klarspüler. Danke, Mama. Dann eine Sojamilch. Die ist optimal. Dann so Burgersemmeln. Sind leider nichts für mich, aber für die Familie von meinem Freund. Oh mein Gott. Ich wollte es nicht aufmachen. Ich wollte es nur auseinanderziehen. Sie hat hier zwei Packungen Trüffelchips mitgebracht, weil Jakob mag die ziemlich gerne. Und einmal so Kartoffelchips, glaube ich. Und dann sehe ich gerade, ich habe von einer Freundin von meiner Mama habe ich noch eine Duftkerze bekommen. Und ihr wisst, ich liebe Duftkerzen. Und ich freue mich. Und dann hat sie noch so Guacamole mitgenommen. Ich klaue unsere Eier jetzt von zu Hause. Sorry, Mama. Ich brauche die nämlich für den Kuchen. Beziehungsweise ich brauche, glaube ich, wahrscheinlich nur so 2, 3. Und die nehme ich mir jetzt mal mit. Da muss ich nämlich nicht einkaufen fahren. Das war's mit dem kleinen Haul. Hallo, hallo, Mama. Hallo. Ich wollte nur kurz fragen, ob das passt, wenn ich mir von deinen Eiern 4 klaue. Ja, sicher. Sehr gut, weil ich muss heute einen Kuchen backen und ich will nicht extra einkaufen fahren. Sehr gut, danke schön. Willst du Hallo sagen in meinem Vlog, Mama? Okay. Hallo. Ich habe nämlich gerade ein Unboxing von deiner Tüte gemacht, die du mir zusammengestellt hast. Danke schön. Okay. Ja, bitte. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich habe meiner Mama auch versprochen, dass ich heute ein bisschen meine Skincare-Sachen bei uns im Bad noch aussortiere. Da ich ja bei meinem Freund wohne, benutze ich die Sachen hier nämlich eigentlich gar nicht mehr. Und ich sortiere jetzt mal so ein bisschen alles aus. Ich sitze jetzt hier am Boden. Ich habe eine Tüte, da nehme ich alles Zeug rein, was ich mitnehmen will. Dann mache ich einen Stapel mit Sachen, die ich verschenken will an meine Freunde, Freundinnen. Und dann mache ich noch einen Stapel mit Sachen, die wegkommen. Ich muss wirklich zugeben, ich habe so viele Sachen. So Skincare, Deos, Haarzeugs. Ich bekomme natürlich auch super viele PR-Pakete. Und natürlich kann ich nicht alles davon verwenden, vor allem nicht gleichzeitig und dann muss ich es immer so nach und nach aufbrauchen. Und jetzt muss ich alles mal aussortieren. Hier habe ich so ein paar Haarsachen, die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Genauso wie diese Haarcreme hier, die ist nämlich noch fast voll. Ich habe einfach noch ein ganzes Haaröl gefunden, das ist so wertvoll. Oh mein Gott, die kosten gefühlt ein Vermögen. Dann habe ich hier noch so eine riesige Creme, die werde ich aber verschenken, weil davon habe ich schon 3 und die kann ich niemals wieder aufbrauchen. Das ist leer leider. Dann habe ich noch
einen zweiten Reinigungsschaum gefunden. Genau der ist bei mir leer gegangen und ich bin so froh, dass ich noch einen zu Hause hatte. Es gibt halt so mehrere Marken, die ich einfach gut finde und von denen verwende ich dann die Sachen. Ich habe einfach eine Foundation, die ist viel zu dunkel für mich. Ich habe die beim Abiball, wollte ich die verwenden und ich sah so schlimm aus. Die werde ich verschenken müssen. Diese Maske ist schon komplett eingetrocknet. Aber die ist auch fast leer. Ich habe ein Haarparfüm gefunden. Ja, das nehme ich mit. Dann habe ich noch dieses Deo und ich muss sagen, ich mag das überhaupt nicht. Deswegen. Ich will mich jetzt wirklich dieses Jahr mal dran setzen und alle meine Produkte aufbrauchen, so die ich habe, und keine neuen kaufen. Er hatte früher auch so ein Armband. Ich habe das immer noch. Ich glaube, Hannah hat es auch immer noch. Wir haben das irgendwo mal zusammen gekauft vor ein paar Jahren. Und ich behalte es auch immer noch auf, weil ich finde das irgendwie, das ist so diese Erinnerung. Da waren wir einfach noch so klein und dann haben wir so Best Friends Armbänder gehabt. Falls jemand die nicht kennt, die haben hier so einen Magneten dann dran und die ziehen sich dann an und dann wird das gebrochene Herz zu einem ganzen Herz. Voll cute, oder? So sieht es bis jetzt aus. Hier ist meine Tüte und hier sortiere ich gerade noch meinen Schmuck. Das ist mein ganzes Zeug, was ich zum Verschenken habe. Es ist wirklich viel. Ich schäme mich wirklich dafür, dass ich so viele Sachen hier angesammelt habe über die Zeit. Und ich will wirklich schauen, dass das jetzt weniger wird, weil es ist wirklich katastrophal. Meine Lieben, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und Abonnenten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!